Hallöchen, ich möchte euch heute ein bisschen was über Hashimoto erzählen und über die bisher zumindest drei Bücher, die ich zu diesem Thema gelesen habe. Warum möchte ich das tun? Das kann man sich jetzt ganz leicht ausrechnen, weil ich die Diagnose Hashimoto bekommen habe und mich dann logischerweise darüber informieren wollte. Was heißt da logischerweise? Naja gut, ich bin doch medizinisch in der Hinsicht ein bisschen vorgebildet und auch durchaus interessiert, deshalb wollte ich noch mehr darüber erfahren und wissen, was kann ich persönlich selbst dagegen tun, ohne dass ich sagen muss, okay, ich verlasse mich nur auf die Meinung eines einzelnen Arztes oder nur auf die Meinung dessen, dass sie sagen, okay, man muss bestimmte Hormone nehmen oder man muss bestimmte Medikamente nehmen und dann wird alles gut. Denn so ist es durchaus nicht bei Hashimoto. Zeigen auch mehrere Gespräche oder mehrere Aufzeichnungen von Selbstbetroffenen. Ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, dieses Buch hier habe ich mir selbst gekauft. Aufgrund von entsprechenden Bewertungen habe ich mich dafür entschieden, dass mich das interessiert und habe es mir deswegen selbst gekauft. Die anderen beiden habe ich netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Also das sind beides Rezensionsexemplare, werde ich dementsprechend auch unten verlinken und nochmal kennzeichnen. Darüber werde ich dann auch entsprechend nochmal etwas sagen. Wir fangen am besten gleich mal mit dem hier an und zwar heißt es hier von Claudia Lenz, Rezepte von Elke Hilbert, Autoimmunernährung, entzündliche Prozesse im Körper dauerhaft stoppen. Das heißt, dieses Buch dreht sich nicht grundsätzlich nur um Hashimoto, denn es ist nur ein Teil Autoimmunerkrankungen. Das heißt, hier geht es grundsätzlich um autoimmune Erkrankungen, die vielgestaltlich sein können. Aber dazu zählt eben auch Hashimoto. Es wird in einem eher kleinen Teil vorne dran darauf eingegangen, was ist eine Autoimmunerkrankung, wie gestaltet sich die, warum gibt es die, was tut die so. Und dann gibt es einen etwas größeren Teil mit Rezepten. Ich habe mir, wie ihr hier oben auch sehen könnt, ein paar Rezepte angemarkert und werde die eventuell auch noch ausprobieren. Ich muss mal gucken, wie sich das gestalten lässt. Ich finde, das Buch ist etwas widersprüchlich aufgebaut. Also zum einen nimmt die Erklärung des Ganzen nicht mal ein Viertel ein von der Menge der Seiten. Die Rezepte sind deutlich mehr zu verschiedenen Themen, beziehungsweise so gestaltet, dass es eben zum Frühstück Rezepte gibt, verschiedenster Art, kleine Gerichte gibt, Hauptgerichte mit Fleisch und Fisch und das war's dann. Das heißt, hier drin stecken eben, in dem Sinne ist es die Idee dahinter, würde ich mal behaupten, man wird kurz darüber informiert, was ist eine Autoimmunerkrankung, falls man selbst die Diagnose gekriegt hat, dass man eine Autoimmunerkrankung besitzt und kriegt dann eben Rezepte an die Hand. Das Prinzip finde ich nicht verkehrt, dennoch widerspricht es sich eben, wie schon erwähnt. Vorne drin steht, bestimmte Lebensmittel lösen eher Entzündungen aus oder fördern diese. Werden dann aber für mein Gefühl doch relativ häufig in den Rezepten auch verwendet. Das heißt, mir fehlt da so die Konsequenz in dem ganzen Ding. Also der rote Faden, dass es heißt, okay, vorne ist das und das erklärt und es wird dann auch hinten drin umgesetzt. Nein, das fehlt mir irgendwo daran. Das finde ich äußerst schade. Mir ist klar, dass ich so ein Buch besser verkauft, vor allem im Südwestverlag, wenn dort Fleisch, Fisch und dergleichen tierische Produkte zum Beispiel auftauchen. Das heißt, mir ist sehr wohl bewusst, dass jemand lieber so ein Buch kauft und sagt, oh, ich mache die Rezepte, dann geht es mir gut, anstatt dass er die Wahrheit so ein bisschen an die Hand gelegt kriegt. Meiner Meinung nach. Es basiert alles immer auf meinem Wissensstand und auf meiner Meinung. Aber ich finde eben, ja, es fehlt vieles. Und das ist irgendwie schade, denn ich glaube, man kann mehr machen und man kann mehr schaffen mit Büchern, mit in dem Sinne quasi, das ist eine Kombination aus medizinisches Sachbuch und Ratgeber und ein Kochbuch. Also da kann man viel mehr schaffen und machen und ich finde es dann schade, dass dann eigentlich, ja, das an solchen Dingen hapert. Wie gesagt, es kann manchem helfen und es kann auch manchem helfen, sich danach zu ernähren. Ich bin nicht davon überzeugt, dass diese Ernährung, die hier vorgeschlagen ist, die optimale ist bei einer Autoimmunerkrankung. Deshalb, ja, für mich ein Stück weit durchgefallen. Wie gesagt, die Rezepte muss ich noch ausprobieren, ob die mir taugen, so wie die da drin stehen. Oder, ja, ob ich die überhaupt mache. Ich kann mal eben gucken, was ich mir da so angemarkert habe. Ach, vegetarische Hauptgerichte gibt es auch. Habe ich ganz vergessen. Ich habe mir den Linsen-Orangensalat zum Beispiel
angedingselt. Der ist sogar vegan. Wundert mich jetzt gerade ganz, denn ich habe hier sonst fast nichts Veganes drin gefunden. Pikante Brokkolischüssel. Klingt auch sehr lecker. Da ist zum Beispiel Mozzarella mit drin. Warmer Zucchini-Auberginen-Salat. Auch wieder mit Feta, roter Gurkensalat und Walnüssen. Ja, also ich werde es mir mal anschauen, was ich daraus machen werde. Weiß ich noch nicht genau. Das eine oder andere werde ich vielleicht testen. Ja, dann kommen wir zu diesem Buch. Das habe ich in meinem Lesemonat schon kurz erklärt. Von Gertrud Theusen, kleine Schilddrüse, große Wirkung, alles über Hashimoto, Über- und Unterfunktion. Das heißt, dieses Buch ist deutlich spezifischer, hat keine Rezepte drin, sondern es geht sachlich um das Thema Schilddrüse. Es wird hier sehr gut informiert. Ich finde sogar überraschend gut. Ich habe vom Bassermann Verlag weniger erwartet, muss ich gestehen. Und ich finde, es ist sehr informativ. Dennoch ist mir das auch ein bisschen zu wenig konsequent. Also es werden auch so ein Rande, so ein bisschen, wie soll ich es denn nennen, Tipps gegeben. Aber ja, mir ist es ein Stück weit zu wenig und zu wenig klar, sodass man weiß, okay, das und das hilft mir wirklich. Also es wird mehr informiert, aber weniger Ratschläge gegeben, wie soll man das umsetzen und machen im Alltag. Es ist sehr ausführlich über Organe, über Funktionen, über Wirkweise, über Medikamente, über ja, die verschiedenen Arten der Erkrankungen, aber ein Stück weit die Konsequenz fehlt mir auch hier. Kommen wir zum letzten und für mich besten Buch. Leben mit Hashimoto-Thyreoiditis von Leweke Brakebusch und Armin Heufelder. Warum ist das für mich das Beste? Zum einen sind es beides Doktoren bzw. Professor. Professor ist der Herr Professor Dr. Med Armin Heufelder und sie ist Dr. Med Leweke Brakebusch. Heißt, die beiden beschäftigen sich mit nichts anderem am Tag oder in ihrem Beruf. Die Frau Brakebusch hat das auch über 15 Jahre lang, hat sie schon das Internetportal betrieben für Morbus Basedow, die Überfunktion der Schilddrüse, und Hashimoto-Thyreoiditis, die Unterfunktion der Schilddrüse. Hier in diesem Buch geht es ja eigentlich um alle wichtigen Themen. Ich kann nochmal eben reinspitzen, wie die Überschriften der ganzen Bereiche sind, aber es geht quasi rundum. Also von der Einleitung, was ist das überhaupt, was ist eine Autoimmunerkrankung, wo kommt der Begriff, der Hashimoto-Begriff her, welche Formen gibt es, alles dergleichen. Dann gibt es Tipps zum Leben mit Hashimoto, das heißt einzelne Dinge, was heißt überhaupt Endokrinologie, was ist eine Hashitoxikose, darf ich Blut spenden, darf ich impfen, darf ich Sport treiben und dergleichen. Auch zu Rente und Schwerstbehinderung oder Schwerbehinderung. Die Lage der Schilddrüse und Untersuchungsmethoden, das heißt, man wird auch daran geführt, wo liegt denn die Schilddrüse, wie liegt sie da und wie wird da behandelt, dass man auch ein Stück weit die Angst vielleicht genommen kriegt, falls man noch nicht so sehr in Behandlung war. Die Symptome, was weist darauf hin, dass man gerade eine Unterfunktion hat oder dass man vielleicht gerade in einer Hashitoxikose ist, also gerade, dass quasi die Schilddrüse einmal gerade durchdreht und auch Symptome der Überfunktion haben kann. Die Ursachen der Hashimoto-Thyreoiditis werden hier angesprochen, zum Beispiel genetische Faktoren, Infektionen mit Viren oder Bakterien, Umweltfaktoren, Medikamente, Psyche und dergleichen. Dann geht es noch um das Thema Antikörper. Die werden nämlich zum Beispiel gemessen im Blut. Und daraufhin dann erst diese Diagnose gestellt. Die wird nicht einfach aus der Luft gegriffen oder durch einmal Abtasten gestellt. Hormone sind auch nochmal ein großer Punkt. Therapie, Ernährungstipps, Sexualhormone und Schilddrüsenhormone. Es geht nochmal genau auch um das Thema, gerade Frauen betreffend. Es gibt mehr Frauen, die Hashimoto haben als Männer. Und Frauen betreffend dann nochmal um Schwangerschaft. Wie ist Hashimoto bei Kindern? Augenerkrankung, Psyche und dergleichen. Auch noch Berichte von Betroffenen ist drin. Also es ist sehr umfangreich. Ich konnte das auch gar nicht so schnell lesen. Ich musste da immer mal wieder eine Pause machen, einfach aufgrund des Wissens, das hier drin steckt. Ich finde es, wie gesagt, sehr gut als Ratgeber. Auch da muss ich leider sagen, ist es mir noch ein bisschen zu sanft hinsichtlich der Ernährung, aber trotzdem noch etwas deutlicher als die anderen beiden. Deswegen, von diesen drei Büchern kann ich besonders das hier empfehlen. Mir ist gerade noch aufgefallen, ich habe ein Buch vergessen. Eigentlich sind es ja vier. Eigentlich ist es ein Top-4-Video. Ist jetzt eben so. Das heißt, das vierte Buch, ich kann leider gerade nicht ganz exakt sagen, wo es sich befindet. Ich fürchte, ich habe es irgendwo hingeräumt und weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, das vierte Buch,
blende ich euch hier ein, da geht es um die Schilddrüsenmassage. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, wieso soll ich denn oder kann ich denn die massieren? Was bringt das denn? Die Schilddrüse liegt hier unten am Hals. Das heißt, wir haben hier unten unsere Schlüsselbeine. Die heißen wir so. Und dann gehen wir ein Stückchen nach oben und spüren hier rechts und links die Schilddrüse. Ein Organ, das sehr nah an der Hautoberfläche liegt, da ist nicht viel Gewebe dazwischen. Das heißt, wir können das manuell mit den Fingern beeinflussen. Beeinflussen heißt sanftes Massieren. In diesem Buch geht es auch darum, was sollte man zum Beispiel verwenden, um diese Schilddrüse zu massieren. Also Wirkstoffe, welche gebe ich meiner Schilddrüse und auch in welcher Situation. Zum Beispiel, wenn sich jemand in der Unterfunktion befindet, ist es ganz sinnvoll, ein Öl zu nehmen, das sehr angereichert ist mit Sonnenenergie. Sprich zum Beispiel Sonnenblumenöl oder auch Sanddornöl ist etwas, was sehr gut helfen soll. Aber wie gesagt, genaueres in diesem Buch. Dieses Buch finde ich sehr, sehr toll gemacht, weil es wirklich ganz kurz, klipp und klar Anweisungen und Ratschläge gibt, die man umsetzen kann und die einen wirklich dazu befähigen, als Laie sich etwas Gutes zu tun und sich selbst zu helfen. Und gerade das liebe ich, wenn das Bücher können, wenn sie uns die Macht geben, uns selbst zu helfen. Und um euch noch ein bisschen mehr über Hashimoto und über die Schilddrüse zu erzählen, werde ich das gerne machen in einem separaten Video, denn es würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe auch vor, noch weitere Bücher zu diesem Thema zu lesen und sie euch dementsprechend dann auch vorzustellen. Meine Idee wäre, dass dies jetzt so der kleine Beginn, der Einstieg ist für eine kleine Videoreihe und die werde ich dann noch etwas fortsetzen und ausführen. Wie gesagt, noch ein paar Themen ansprechen und genauer darauf eingehen, dass ich auch hier in diesem Video, also oder in einem Videoformat einfach euch ein paar Tipps geben möchte und erklären möchte, was ist Hashimoto, wo kommt es her, wie ist es bekannt, was für Formen gibt es, was kann man machen, was kann man meiner Meinung nach machen, ernährungstechnisch, was kann man medikamentös oder dergleichen machen. Gut, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und die Idee mit einem Video, mit einer kleinen Videoreihe, mit diesem Format. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann einfach das nächste Mal wiedersehen und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!